Hey Menschen, ich melde mich zurück zu einem neuen GPL-Spieltag. Zu einem neuen, das klingt so, als hätte ich was Neues erfunden. Ist es nämlich gar nicht. Zu einem nächsten Spieltag, heute gegen Timo und seinem Team Razor Rock. Bin ich noch ein bisschen in der früheren Zeit gefangen? Nee, es ist Marshadows irgendwas, AG Marshadows, das ist es. Okay, den Namen, den lassen wir so und ja. Wir würden direkt anfangen. Ich habe mir auch schon eine perfekte Idee, was ich gegen Timo bringen werde. Was Schönes, Offensives. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Mal sehen, ob das auch bleibt. Das war ja beim Teambuilding beim letzten Mal war es ja anders. Da habe ich dann alles nochmal umgeworfen, obwohl ich gute Ideen hatte. Und dann sind mir wieder Dinge eingefallen und so weiter. Ich möchte auch diesmal das so beibehalten, dass ich da ein bisschen mehr Backbone in die Gedanken reinbringe. Und ja, mal sehen, ob das diesmal klappen wird. Ich habe Angst vor Timo, denn er hat letztes Mal eine Klatsche gekriegt von Resladero und wenn man sowas, wenn einem sowas passiert, dann ist man sauer und man möchte eigentlich seine ganze Wut nur an dem nächsten Gegner auslassen. Und davor habe ich Angst. Ich habe Angst, dass er dann so richtig eklige Plays macht, wo er dann sagt, ha, ich habe das predicted. Und am Ende war es nur ein risky Play, der dann rewarded wurde. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es bei Timo passiert, weil, ja, ich traue Timo das zu, dass er Plays macht, wo ich sage, die waren nicht gut, aber in Wahrheit waren sie eigentlich gut, weil es hat ja funktioniert und so weiter. Mal sehen, ich hoffe nicht, dass es passiert. Das kann mit seinem Team sehr wohl passieren, weil er halt Threatening Ones mit Chabule oder Mega Simsala hat und die komplett Teams pressuren, eigentlich jedes Team und man hat eigentlich keinen Switchin rein. Und entsprechend muss ich dann auch offensiver spielen. Also ist schwer mit dem Team, das muss ich zugeben. Es ist wirklich, wirklich schwer mit meinem Team ein gutes offensives Team zu bauen, aber ich werde schauen, was sich da mit machen lässt. Aber zunächst ein anderes Thema, ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Ich habe ja am Anfang der Teambuilding-Sessions erwähnt, dass ich immer, wenn jemand einen Kauf von meinem Merch macht, was ich immer noch komplett unglaublich finde, dass Leute das wirklich machen, da werde ich ein Foto davon zeigen. Und zwar ein Screenshot von Twitter. Bam! Der gute Heizung von vorne, dem ich auch, ja, der mir sehr im Gedächtnis bleibt, vor allem wegen dem Bild. Das Bild habe ich hier nämlich gemacht. Das ist so ein Trend, den ich, den ein Kumpel von mir angefangen hat, den ich cool fand. Den muss ich auch noch weitermachen. Der Trend ist basically, du zeichnest das Profilbild von dem jetzigen User und ja, das habe ich bei Heizung von vorne gemacht und das hat er immer noch. Finde ich witzig. Jedenfalls hat er diesen Tweet rausgehauen und ich fand den so witzig. Vor allem, was auch so teilweise Reaktionen darauf waren, das muss ich euch gleich mal zeigen. Er hat halt geschrieben, hat mir dann zum Ende der Season auch mal was besorgt und direkt den Rank verbessert. Holt euch das, dann werdet ihr direkt auf der Ladder steigen. Hier ein Vorher-Nachher-Bild. Und hat er dann einfach einen Screenshot von seinem, ja, von seinem lappigen Mauspad gezeigt und dann noch von seinen Showdown-Rankings. Die waren halt alle off, also, weißt du, das ist eindeutig eine Korrelation dazwischen. Und dann, bam, kommt meins und auf einmal überall über 1500, so, das ist der Klassiker, weißt du? Also, Energie-Turbots-Merch, das ist es. Das gibt euch die Strength, alles zu schaffen, wisst ihr? Das ist halt die Sache. Und ich muss auch zugeben, das hat bei mir auch geklappt. Kunden sind zufrieden. Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe dann diese Energie-Turbots zuerst mir gekauft und auf einmal war ich Liga 1. Es war nicht andersrum, nee, ich habe nicht als erstes war ich Liga 1 und dann habe ich den, nein. Es war eindeutig, hat es was mit der Tasse zu tun, dass ich jetzt Liga 1 bin. Ne? Also eindeutig mit dem Merch, ne? Also das verstärkt Leute. Und hier nochmal ein Beweis. Bam! Alter, kann ich so bestätigen, von Energie-Turbots-Merch beim CBP zweimal in den Top 16 rausgeflogen, mit Energie-Turbots-Merch, CBP gewonnen. Hä? Ist das ein Zufall oder was? Triarch Wagel hier, der zeigt uns, was es ist. kauft mein Merch. macht, was ihr denkt. Ich find's cool. Und da muss ich auch direkt mal wieder überleiten zu einem anderen Thema. Also ich habe euch ja schon erzählt beim Teambuilding gegen irgendjemanden. Ich glaube, es war gegen Kaffee, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, es war gegen, im Teambuilding nach Cringe auf jeden Fall. Also mein zweites Teambuilding. Ich glaube, gegen Bene war das. Da habe ich gemeint, wenn ich mein, sobald die GPL vorbei ist, schließe ich meinen Kanal. Und entsprechend werde ich auch, ich habe erstmal gesagt, ich möchte meinen Kanal komplett schließen auf Twitter. Dann habe ich halt durch vieles Zureden mehrerer Leute mich dazu überreden lassen, lediglich meinen Kanal zu schließen und einen neuen zu öffnen. Also ich werde euch nicht verloren gehen. Ich werde auch den Namen
öffentlich machen auf Twitter. Ich werde auch den Namen an die privat schicken, die mir jetzt auch schon geschrieben haben. Und hier nochmal an die Leute, die mir über YouTube Nachrichten geschrieben haben. Ich kann die Nachricht nicht mehr öffnen. Schreibt mir am besten nochmal hier in die Kommentare, falls ihr den Namen wissen wollt. Dann, ja. Oder schaut einfach das letzte Teambuilding-Video. Da wird der Name auf jeden Fall sein. Also im nächsten Teambuilding-Video tatsächlich werde ich euch den Namen sagen. Und auch auf Twitter werde ich es posten, für die, die mir auf Twitter folgen. Egal, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, weil ich ja einen neuen Kanal mache, ich möchte auch alle Dinge anders machen, ich habe auch schon coole Ideen, werde ich mir zwei neue Dinge besorgen, weil ich denke, das ist sehr wichtig und ihr werdet gleich die Verbindung sehen, warum ich von Merch auf dieses Thema komme. Und zwar ist mir aufgefallen, und das ist mir ist auch Present schon aufgefallen, das hat er mir auch gesagt, in meiner Audio sind immer diese Knallgeräusche. Habt ihr vielleicht gerade eben gehört, das ist immer nicht sehr schön, liegt daran, dass ich keinen Popschutz habe. Ich hatte mal Popschutz, das ist so ein, das ist jetzt nichts Versautes, Kinder, keine Sorge. Das ist, ja, so eine Art Schutz, so ein schwarzes Gitter von einem Mikrofon, meistens Großmembranmikrofone, ne? Sodass halt so diese P und K Laute nicht zu solchen Explosionen kommen. Keine Ahnung, was da passiert, das ist einfach magisch. Ich hatte mal eins, aber da hatte ich mir einen Ikea-Tisch zugelegt und der war dann zu groß für diesen Popschutz. Und das klingt super versaut, wenn man das nur aus dem Kontext sieht. Egal, der war zu groß für diesen Popschutz, ja. Jedenfalls konnte ich den halt nicht mehr verwenden, weil das konnte ich nicht mehr dran klippen. Deswegen brauche ich jetzt einen neuen Popschutz, der bestenfalls auch an so dickere Tische sich dran klippen lässt. Und des Weiteren brauche ich noch eine neue Spinne. Das ist ein Halter für ein Standmikrofon. Das war bei meinem Mikrofon halt so, dass es extra gekauft werden musste. Entsprechend werde ich das auch neu kaufen müssen. Und jetzt kommt auch das Thema mit dem Merch ins Spiel. Letztens hat Present das Geld veröffentlicht, wie viel jeder Teilnehmer für seinen Merch bekommt. Wie viel ist nicht wichtig. Jedenfalls habe ich mir überlegt, ich möchte es nicht für mich selbst ausgeben. Ich glaube, Present wäre zu stolz, dass ich ihm alles gebe. entsprechend dachte ich, vielleicht mache ich es sinnvoll und investiere es in Equipment für einen Kanal. So. Das wäre dann halt neue Spinne und Popschutz für mein Mikro, damit sich das dann alles besser anhört. Und meine Spinne, die ist halt ein bisschen kaputt jetzt, die ist nicht mehr so fest. Und wahrscheinlich könnte ich mir auch ein neues Mikrofonkabel zulegen, weil das fliegt da auch meistens raus. Also wäre alles sehr viel schöner für den Kanal. Und ja, was haltet ihr davon? Vor allem an die Leute, die Merch sich zugelegt haben. Würdet ihr euch verarscht fühlen, wenn ich auf einmal dann Geld für meinen Kanal ausgebe? Also ich werde es auf jeden Fall nicht für mich selbst ausgeben, das könnte ich nicht, nee. Oder, ja, ich weiß auch gar nicht, was man anders machen könnte. Ich könnte es für einen wohltätigen Zweck spenden, die paar Euros. Naja, jedenfalls, es würde halt reichen für eine Spinne und für einen Popschutz, ne? Deswegen, ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Das möchte ich auf jeden Fall nicht selbst entscheiden, diese Entscheidung, ne? Jo, so wie dazu habe ich ja ganz schön viel jetzt geredet. Ich finde, das muss einfach mal sein. War ein wichtiges Thema, wie ich finde. Ich möchte das jetzt nicht hinter eurem Rücken machen. Also, ich weiß halt echt nicht, was ich mit so Geld machen soll, das ich durch ein Hobby bekommen habe. Das ist ganz, ganz eigenartig. Deswegen, ja, möchte ich nicht für mich selbst ausgeben. Könnte ich auch nicht. Entsprechend sind wir jetzt hier und ich habe eine coole Idee im Leben, okay? Und zwar, Heatran, Mensch, was wird da wohl passieren? how interesting, Magma Storm. Ja, Magma Storm dachte ich mir so und dann mit Solar Beam und Herb. Power Herb. Ja, das ist halt ganz gut gegen sein Milotic und wenn Milotic weg ist, bam, Neuvern. Und Neuvern kriegt dann einfach 10 Milliarden Kills. Jetzt mal Weird Talk, was switcht der rein? Und er hat keinen Switch in den Hurricane. Man könnte Z-Draco überlegen, aber ich möchte auch irgendwie das Cobalium treffen. Ich werde jetzt direkt mal den Damage-Kalk anwerfen. Huch! So. Gut. Und schauen, wie viel macht so ein Flammenwurf gegen ein Cobalium. Das ist halt wichtig, dass ich den treffe. Natürlich Rock Polish ist eine Möglichkeit, aber dann hat er kein Z-Move mehr, was sehr angenehm ist. Darauf hätte ich gar keine Lust. Also,
es ist nicht so, dass es threatening ist und ich bin auch der Meinung, dass Cobalion nicht so nice ist. Das war auch schon beim letzten Mal so, dass Cobalion nicht der stärkste Dude ist. Aber der kann halt Z-Exeser spielen und ich glaube, das wird er seit dem letzten Kampf machen, weil, ne, Z-Exeser. So, wie viel macht Flammenwurf? Wow, das macht viel. Das macht gar nicht so wenig. Natürlich, wenn er Live-Orb ist, ne? Könnte ich Modest spielen gegen sein Team? 346. Ja, ich bin jetzt auf Level 100, aber egal. Oh, so knapp. So knapp, ich kann nicht Modest spielen. Ah, oh, das ist so, oh, das ist so ärgerlich. Ey, Weird Talk, der spielt eh niemals Jolly, oder? Leute? Meint ihr, der spielt Max Speed? Nee, ne? Nee. Nee. Wie ist eigentlich, müsste ich Modest spielen, weil dann könnte ich mit Flammenwurf echt viel Schaden machen. Aber eigentlich brauche ich es auch nicht, weil guck mal, Timid ist ja basically das gleiche so. Und Iron Head macht ja auch nichts. Auf jeden Fall möchte ich Flammenwurf haben, das ist ja schon mal Gesetz. Draco ist auch super gut. Und ich glaube, für den Fall, dass das Milotic noch da ist, Dragonium. Ich möchte auch mich nicht darauf verlassen, dass ich einen Hurricane gegen das Tabubulu einfach setze. Vielleicht nehme ich auch eine Beere mit. Hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert, wie ich finde. Hat mir halt einen guten Pivot gegeben und halt noch eine Runde zu stallen. Okay, hätte es auch ohne, weil der Move von Kaburiki hat mich sowieso ausgenommen. Und eigentlich brauche ich die Power? Das ist halt die Frage. Wie wichtig ist die Power? Ist halt ganz cool gegen Lepumentas, ne? Z-Draco wäre halt cool. Und, ja, das Problem ist, Z-Fly ist halt 10-mal besser, weil er keine Resistance hat außer Raichu. Deswegen gehe ich auch für Fly New Z. Auch wenn er nur eine Resistance in Form von Tapu-Bulu hat. Ich kriege halt Immediate Damage mit Hurricane. Das ist so jetzt mein Gedankengang. Draco kann er zwar, ein Z-Draco kann er halt Tapu-Bulu reinschmeißen, auch wenn es kein guter Play ist, ein Tapu-Bulu in den Dude reinzuschmeißen, in Uhafnir. Dennoch bin ich der Meinung, dass, ja, das die beste Idee ist. Vielleicht ist auch Flammenwurf gar nicht so die beste Idee, weil am Ende ist Z-Hurricane sowieso, ne, ein stronger Move. So, ich denke, Magma Storm plus Solar Beam ist erstmal cool. Das trifft auch irgendwie alles, er hat halt nichts dagegen. Earth Power ist auch gut, weil dann mögliche Spedef, Marowak nichts dagegen tun können. Ja, kann halt sein. Marowak ist ein cooles Mann im Draft. Ist mir aufgefallen. Ist halt super guter, ist halt ein super guter, also für die Alola Knogger, für die das Englische nicht so mächtig sind, ist halt super gut gegen Elektroattacken, ne? Da hast du direkt einen Sponge und nimmst komplettes Momentum von fast jedem Elektrotypen, ne? Außer es heißt Blitzer und hat Spukball. Yo, ich find's Locking gut. Natürlich wegen seinem Cobalion. Da muss ich auch gar nicht irgendwas tricksen und irgendein anderes Mann mitnehmen. Das ist einfach gut und das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass er zum Beispiel Dingens hat. Skuntank. Und da könnte man überlegen, voll Fist-Def zu spielen, damit er keinen Schaden macht, ne? Aber das steht noch in den Sternen, da bin ich mir noch gar nicht sicher. Das Gute halt an Skuntank für ihn ist, dass er jetzt einen Switch in den Future-Side hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mitkommt. Um ehrlich zu sein, ist auch super gut gegen Gardevoir, wenn er Spedef plus eine Beere spielt, das kann ich mir gut vorstellen. Gardevoir ist auch an sich ein cooles Mon in dem Match, ne? So ein bisschen. So ein kleines bisschen. Was mir auch aufgefallen ist, seine Normal Resist ist sein Cobalion. Also wenn ich es schaffe, das Cobalion einfach irgendwie rauszuböllern, mit Startlet oder so, dann wäre halt cool. Das mache ich gegen das Menz. Ich könnte gegen Menz Gligar spielen, aber da könnte er dann auch wieder speziell offensiv mit Hydro Pump sein. Ist auch eine gute Möglichkeit. Ich könnte wieder mit Lushoking die sichere Route Swordfest Fistdev gehen. Ich glaube, das habe ich auch letztes Mal gemacht. Jedenfalls klingt es für mich sehr sinnvoll. Ich habe Angst vor seinem Brutalander, um ehrlich zu sein, wenn ich mir jetzt mal mein Team angucke. Ist halt sehr viel besser momentan, weil er nicht mehr. Da, weil ich keinen Altaria mehr habe. Der Altaria war halt ein super guter Check gegen Sediments. Ja, Gligar könnte ich mitnehmen.
Ich glaube, ich mache Slowking dann mixed defensiv, aber da bin ich mir noch gar nicht sicher. Vielleicht nehme ich Heracross mit. Heracross würde halt sowas wie Brutalanda reinforcen und da kann ich halt schon mal schauen, ist es Fist Step oder so. Wäre halt wichtig. Und wenn halt offensiv ist, dann kriegt er 10 Milliarden Damage und das ist halt gut für mein Team overall, ne? Also Heracross ist gar nicht so die schlechte Idee. Was habe ich hier eigentlich für... Oh, ich habe Doubles Oyugo eingestellt. Oh, ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Jetzt muss ich das Eis nochmal umstellen. Oh Mann, ey. 50. Rathaus ist auch 50. Oh yo, ich habe letztens einen Kampf von Steve gesehen, ne? Wi-Fi-Kämpfe. Yo, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei Steve schaue ich mir Wi-Fi-Kämpfe echt gern an. Die sind richtig gut. Zurück zum Thema. Da hat jemand einen Heatran dabei und hat es Bratwurst genannt. Zwar nur so geschrieben, aber trotzdem, das war eindeutig eine Anspielung an mein Pokémon, Bratwurst. Wenn du das siehst und gegen Steve gespielt hast, du bist ein cooler Dude. Du bist echt ein cooler Dude. Das muss man halt einfach mal so ungeniert sagen, ne? Vielleicht nehme ich einen Pursuit Trapper mit, weil das Mega-Simsala ist problematisch. Aber das Gute ist, er hat kein Dianzi mehr. Dianzi war sehr, sehr eklig. Es war... Vielleicht spiele ich auch einfach Spedef Gardevoir. Ich könnte Spedef Gardevoir plus Fistef Gligar mitnehmen. Weil das würde halt jedes Mens irgendwie besiegen. Aber was mache ich dann gegen Tapu Bulu? Das ist die Frage. Deswegen könnte ich auch hier so Z, dann könnte ich die Chiari-Beere, die Anti-Gesteinsbeere mitnehmen. Dann hätte ich auch einen Check gegen Tapu Bulu. Aber ist halt auch nicht so sicher, muss man nicht zugeben. So prinzipiell, was switche ich in Tapu Bulu? Ich will jetzt mal einfach nur aus Interesse schauen, wie viel Damage nimmt so ein... Was hatte ich denn davor gegen Tapu Bulu? Was, da war davor mein Check? Ich muss jetzt mal kurz in meinem Archiv nachschauen. Gegen Razor. War Katana mein Bulu-Check? Nee. Ah, stimmt, ich habe da mit Katana gesweept. Und ich muss mal wieder einen Scarfer mitnehmen. Scarfer sind immer gut. Aber was wäre dann mein Revenge-Killer? Also ich habe jetzt drei dicke Breaker, ne? Aber was ist jetzt mein Revenge-Killer? Ich könnte... Na, Revenge-Killer, Rotom ist nicht so cool, weil das Gantank halt da ist und da müsste ich fast immer Volt-Wechsel drücken, ist nicht so cool. Ist ehrlich gesagt nicht so cool. Nicht wirklich. Ja, ich mache erstmal Guts, ne? Vielleicht spiele ich wieder so ein cooles Subset, das wäre auch witzig. Vielleicht Scarfed fucking Stoutland. Mit Double Edge oder so. Das wäre cool, weil halt sein Team, ne, hat nicht so viele Normal Resistances. Irgendwie finde ich die Idee lustig. Und dann kann ich auch Scrappy spielen. Nee, Intimidate ist besser. Intimidate ist besser. Da kann ich sowas wie Ice Fang spielen und Double Edge. What? 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 Are you kidding me? Was zum Teufel? Oh, leider kann das nicht. Oh Mann, das wäre witzig. So, Mono Last Resort? Warte, kann ich das machen? Oh, nein, soll ich das machen? Das wäre so witzig. Jo, ich glaube, ich muss gleich mal was testen. Danke, warte mal. Nein, mache ich das? Ist Last Resort die Way, Leute? Adamant. Last Resort. Oh, das macht gar nicht so viel. Und das ist Spedef, ey. Mann, Stoutland, warum bist du so scheiße? Ich wusste gar nicht, dass der Last Resort lernt. Das ist voll cool. Ich glaube, Retaliate wäre irgendwie cool. Wenn was stirbt, einfach den reinholen und dann wenigstens einen Kill machen. Aber Last Resort macht genau das gleiche, ne? Und der hat so wenig Normal Resistances. Eigentlich... Mann, mache ich das? Weil Tangela ist halt echt ein Ekel. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er wieder Regenerator-less Tangela spielt. Das geht, glaube ich, nicht. Ja, ich gehe erstmal hier für Return. Ich glaube, ich mache erstmal das normale Set hier, ja? Choice Scarf.
Die Sache ist, man hat halt so coole Ideen für Sets, ne? Aber viele Sets kann man einfach nicht umsetzen, weil es ist einfach nicht Worf, ne? Es ist halt einfach nicht Worf. Und eigentlich macht er auch viel zu wenig Damage, dass ich den als Choice Scarfer spielen kann. So Katagami, das habe ich halt gesehen, weil der so fucking strong war, Alter. Holy shit, der hat alles rasiert. Vor allem, weil er halt auch sehr fiktiv Sachen getroffen hat, was halt Stoutland in dem Fall nicht wirklich macht. Oh, Moxie wäre so cool auf dem Mon. Fällt mir gerade auf. Holy shit, das wäre cool. Leider ist dem. Ja, bleibt mir das nicht vergönnt. Traurig. Pursuit ist cool. Warte mal. Och, nö, ne? Sam outspeedet den doch. Och, Mann, ey. Nein. Warum bist du so dumm? Sam. Ah, nein. Bitte nicht. 222? Oh, Kacke. Das ist so dumm. Wieso ist Mega-Simsala so schnell? Kann mir das jemand erklären? Ich glaube, ihr könnt es auch nicht erklären. Nee, glaube ich nicht. Fuck. Uncool. Ich habe keine Lust, Jolly Scarf zu spielen. Bah. Nee, das widerstrebt mir. Soll ich Scarf Gligar spielen? Das hat mir jemand empfohlen. Wahrscheinlich hatte der Autismus. Spaß, Liebe. Nee, Scarf Gligar sehe ich einfach nicht. Irgendwas mit Scarf hier. Ferrothorn, da sehe ich mich. Wird von nix outspeedet, ich sag's euch. 100%. Garantiert. Oh, was machen wir mit dem Tangela, ey? Wie kriegen wir dieses Tangela rein? Ist die Frage. Boah, sein Team ist eigentlich schon ziemlich bulky, ne? Und da ist da so Sam und. Oh. Das ist nicht schön. Was machen wir gegen das Sam? Oh, ist Heracross vielleicht der Scarfer? Müssen wir überhaupt einen Scarfer spielen? Wir haben bis jetzt noch nie, fällt mir gerade auf, Moxie gespielt. Die Sache an Heracross wäre halt, dass der irgendwie Sam Pursuit Trap, ne? Könnte ich den Element spielen? Wahrscheinlich nicht. Mann. Oh, absolute Sadness, ey. Nee. Mann, man kann nix Scarf spielen gegen den. Ich möchte ja Power haben in meinen Scarfern. Ich finde, Scarfer machen nur Sinn, wenn sie Power haben. Ansonsten sehe ich da nichts. Okay. Wir brauchen aber einen Scarfer. Ansonsten ist Sam einfach zu dumm. Der kann halt K-Minen auf dem und dann ballt der den. Deswegen sehe ich eigentlich defensiv hier nicht so wirklich gut an. Wir wollen wenigstens Bulky Offense gehen, ja. Aber das Gute an diesem Set ist, wir können ein bisschen Bulk spielen, okay? Können wir? 222. Steht eigentlich, was das heißt. Das heißt, wir können gar nicht so viel Bulk spielen. Holy shit, ey. Alter, jemand muss dieses Pokémon aufhalten. Irgendwas ist mit diesem Pokémon nicht richtig. Simsala. Jo, ich würde den so gerne mal spielen, ne? 222 durch 1,5. 148. Dann machen wir 149. Man! Oh mein Gott, das ist so traurig. Was? Hör doch auf jetzt. So. Ja. Sad Face, ey. Ganz ehrlich, das ist so ein richtig dickes Sad Face, ey. Bah, sad fucking Face, Alter. Holy shit. Das Gute an dem Set ist wenigstens, dass wir Marowak und Simsala trappen und weghauen, ey. Auf die habe ich gar keinen Bock, ey. Was wir auch machen müssen, irgendein Pokémon mit einer Beere ausstatten, damit die Doubles umgehen. Weil Timo wird hier mit Doubles machen ohne Ende. Der wird einfach versuchen, mich komplett wegzudoublen. Und das muss man halt verhindern. Und das, um Doubles in einem Draft Trainer zu verhindern, Anti-Bären, das ist es nämlich, weil dann kannst du halt einfach dich drauf verlassen, okay, der wird jetzt doublen und ich kann einfach safe drin bleiben mit meinem Mon, das eigentlich dagegen verlieren sollte, so. Das ist halt das Gute am Draft Meter. Du kannst eigentlich, auch wenn du kein Momentum im Team hast, das Momentum des Gegners auf ganz viele andere Weisen verhindern und es auf deine Seite bringen, wenn du es richtig anstellst. Ich glaube, so ein Mon ist da Ferrothorn, weil der die Chopperberry hat. Ist einfach ein nice Set. Iron Defense, was zum. Wisst ihr eigentlich, was Iron Defense ist? Iron Ball, ja klar. Gyro Ball, so. Nee, das ist schon. Ja, bei dem Set sehe ich mich. Weil erstmal haut das Tabubulu weg und wir können Doubles umgehen. okay, nicht so ganz, weil.
der lebt halt eine Superpower auch von Full. Aber bei Simsala ist es halt eine andere Sache. Weil wenn der Chip kriegt, ne? Und was wir auch machen wollen, um unser das Momentum bei uns zu behalten, sind Spikes. Vor allem für Tangela. Genauso Knockoff. Und ja, jetzt die letzte Frage. Was bringen wir noch? Ist Gardevoir vielleicht wirklich mit Spedef das Set? Weil, wenn ich so drüber nachdenke. Was machen wir gegen. Warte mal, was machen wir gegen Marowak? Ja, Gligar ist, glaube ich. Der Mann. Der kann auch bestimmt irgendeinen random Ice Move. Ich weiß, dass das normale Knogger Eisstrahl lernen kann, aber kann das Alola-Knogger Eisstrahl lernen? Ist die Frage. Ich bezweifle es, aber. Kann er wissen. Er kann es lernen! Holy shit, nee, ne? Nee. Nee, 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 nee. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Warte, der kann auch Ice Punch lernen, oder? Ach, Gott sei Dank. Nochmal. No, 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 no. No, 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 no. Ice Beam. Oh, no. Fuck this. Holy shit, my Flablets, viel Damage. Calm down, Alter. Holy fuck. Das ist doch kein Damage. Über? Pff. Fuck this, Alter. Was? Was? Das ist kein Damage. Das ist kein... Ich wiederhole, kein Damage, Mann. Vielleicht ist Gigalith auch einfach der Counter. Oh, der wird doch so safe dann einfach sagen, Ma, hier, guck mal, Glimmer. Leckere... Bomberang für dein dummes Gigalith. Das wird er denken. So kenne ich ihn. Oh, der kann auch Knockoff lernen, ne? Holy shit, was ist mein Switch-In? Wo ist mein Altaria? Mayday. Ist es Intimidate? Stoutland? Bisbark. Ein mächtiges Pokémon von Typ Normal. Ja, seht ihr das? Auf Level 50? Wisst ihr, was das indiziert? Ja, Destruction. Hab mich richtig verstanden. Okay, aber wir haben ja noch nicht den Intimidate-Drop und Impish. Oh mein Gott, Alter. Wir haben keinen Switch-In. Help. I need somebody. Help. Does anybody help? Need someone. Help. Oh, Leute. Ich glaube, ich muss es tun. Ich mach einen Knockoff gegen den. Alter, der wird mich einfach wegratzen, ey. Einfach wegfetzen wird er mich. Min! Knockoff. Gegen einen Lashoking. Alter, bleib doch mal ruhig. Bleib doch mal ruhig jetzt! What? What? Stopp! Nein! Okay, Leute. Ja, wir müssen halt einfach. Hoffen im Leben. Also der outspeedet den, killt den. Der outspeedet den, killt den. Der könnte mit der Anti-Geistbeere was machen. Aber huch. Der Kasi-Beere, ja. Oh Mann. Wieso bin ich jetzt rausgezoomt? Es tut mir leid. Ja, mit der Kasi-Beere. Ein mächtiges Item. Wir leben auf jeden Fall einen Abschlag, immerhin. Das ist doch schön. Oh je. Wir leben dann auch Hits von dem guten Mega Simsala, was auch gut ist. Vielleicht spiele ich auch einfach Iron Defense so in meinem Leben. Oh ja, ich glaube Iron Defense ist die Way. Und Toxin. Nein, was passiert hier? Und Siedewasser. Und Slack off. Oh je, was tue ich hier? Der kann halt einfach. Kann halt einfach Refresh spielen, ne? Auf seinem dummen Melodik. Ja, ich bin gerade all sorts of frustrated, ne? Und ich sehe gerade, wir machen jetzt mal den hier. Ja, dann können wir hier Toxic und so, die Stars.
Wir haben auch nichts, was Milotic einfach anhittet. Finde ich gar nicht so geil. Aber wir drücken hier einfach mal Taunt drauf und Roost. Und EQ. Und U-Turn, würde ich sagen. Oder Defog. Hat der Hazards? Brauche ich Defog? Ja. Defog ist schon geil. Ich habe so gelernt, je mehr ich Pokémon spiele, desto wichtiger ist Defog. Also, ich habe halt immer gedacht, okay, man kann auch ohne Defog spielen, weil du halt einfach manchmal nicht genug Weaknesses hast, um Defog spielen zu müssen. Aber selbst wenn du keine Weakness hast, du verlierst so viel Momentum, wenn Hazards auf deiner Seite sind. Und du gezwungen bist zu switchen. Vor allem mit so einem Team wie meins, ne? Das ist halt super bulky defensiv, ne? Also, gar nicht so gut. Gar nicht so gut alles. Ja. Um ehrlich zu sein, finde ich auch Gigalith cool. Gigalith vielleicht mit der Anti-Pflanzenbeere. Nee, ne? Nee, kann man nicht machen. Ja, das ist... Oh, sein Team ist powerful. Es tut weh. Und ich möchte eigentlich auch nicht wirklich was da rein switchen. Warte mal, was ist, wenn wir Scarborn physisch defensiv spielen? Ist das, glaube ich, die Way? Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Holy shit, macht das viel. Holy shit, macht das wenig. Okay, guck dir das mal an, ey. Adamant more like Badamant, Alter. Ja, holy shit, macht das wenig. Ich könnte das machen. Aber es ist nicht so schlau. Das ist das Problem. Ach, guck mal, wie hier Sam Switch und Check-Sicherheit hat, ne? Wenn ich den physisch defensiv spiele, dann könnte ich... Also dann hätte ich auch diesen Tabubulu-Check, den ich halt mit Ferrothorn haben wollte, ne? Da habe ich einen Simsala-Check weniger. Und noch einen Simsala-Check weniger, weil ich halt dann physisch defensiv bin. Ich könnte dann irgendeinen Pursuit Driver mitnehmen. Einen anderen. Leute, mache ich das so? Gute Frage. Ich bin gar nicht so sicher in meinem Leben. Boah, Porygon Z, ne? Sehe ich auch gerade. Ja, ich glaube, Gigalith ist doch ein bisschen besser. Um jetzt mal das Thema abzuschließen. Warte, was ist, wenn ich den hier physisch defensiv spiele? Dann sieht mein Matchup gegen Marowak so viel besser aus. Ich meine, wenn ich anstatt Slowking Fist of Heracross spiele. Weil Slowking kommt halt in Koba rein und wenn ich das mir so recht überlege, Koba verliert auch gegen Fist of Heracross. Ja, tut es. Yes! Da sehe ich mich. Fist-Death Leftovers, Leute. Das ist die Krux. Da kann ich sowas wie Knockoff hier spielen und. Hier kann ich auch Knockoff spielen, eigentlich. Leute, Fist-Death Heracross, hier seht ihr es zuerst. So. Ja, das Set ist gut, ey. Holy shit, da sehe ich mich richtig doll. Nehmen wir Guts, ne? Für die möglichen Sachen im Leben. Natürlich ist jetzt das Men's Matchup ein bisschen schwerer. Aber da kann ich halt eine Beere hier drauf spielen. Ich habe halt einen safen Switch und jetzt in Level Ball. What? Ich spiele Level Ball. Das ist ganz nett. Aber hier müssen wir auch kein Pursuit mehr spielen. Spielen wir hier Knockoff und Toxic. Ist das die Way? Nein, Close Combat. Wir wollen ja Dingens checken. Oder wir spielen Sub Lefties Protect. Ja. Ja. Yes. Das wäre irgendwie witzig, weil ich möchte euch nochmal auf den Damage hinweisen. 21? 21%? Wir kriegen Sub gegen den Dude. Wie viel macht Milotic gegen den?
Da können wir investieren. Können wir? Können wir? Ja? Ah, Level 100, ja. Ist nicht so cool. Warum ist Milotic stärker als Cobalium? Das macht keinen... Macht keinen Sinn. Cobalium? Milotic? Okay. Wir müssen jetzt nochmal sagen, dass legendäre Pokémon die besten Pokémon sind, ne? Ne, das sind die Schlangen. Deswegen ist auch Arbok so weit oben im Tiering. Ja, Arbok ein mächtiges Pokémon. Ja, wir wollen auch Fist dafür Dinge zu behalten. Aber Close Combat und Toxic? Subtoxic? Habe ich gerade das Heracross-Set revolutioniert, Leute? Warum auch Gigalith cool ist, ist erstmal Skantank, ne? Und zweitens Porygon Z. Lange habe ich den nicht mehr mitgenommen. Wird mal wieder Zeit. Und wenn ich, um ehrlich zu sein, wenn ich Gigalith spiele, warum spiele ich dann nicht einfach Last Resort Stoutland? Wo ist das Problem? Und um ehrlich zu sein, ich habe Lust auf Explosion, weil ich brauche das Momentum und wenn ich Explosion einfach einsetze, kriege ich erstmal Chip Damage auf alles. Und ich bekomme ein Dude rein. Den Hund. Ja. Ich mag das Matchup gegen Marowak jetzt sehr viel mehr. Ne? Der gewinnt dagegen, kriegt einen Knockoff. Wahrscheinlich ist er sogar hinterm Sub, wenn der mal an ne? Wenn das Heracross mal reinkommt. Das Marowak. Der gewinnt, weil der eindeutig Earth Power einfach den wegrotzt und wahrscheinlich hat er auch davor Magma Storm eingesetzt. Der gewinnt auch dagegen ganz safe. Also ich weiß nicht, ich finde das cool. So Sub-Pokémon sind eigentlich generell gut gegen defensivere Teams, ne? Das ist nicht defensiv, es ist schon eher bulky, ne? Aber ja. Ich finde Taunt cool auf Dämonen, um ehrlich zu sein. Taunt ist schon ziemlich cool. Ich wollte es mal reinwerfen. Ich finde übrigens, U-Turn habe ich auch so ganz schnell raufgeklatscht. Ist halt wieder gleich Szenario wie gegen Capco letzte Woche. Wir holen eine speziell defensive Mon rein. Zum Beispiel Milotic und dann pressuren wir es einfach wieder raus mit Heracross zum Beispiel. Ja. Das ist so mein Gedankengang. Vor allem, wenn das Gold drückt, ne? Also, ich weiß ja nicht, Timo, ob das da die richtige Entscheidung ist, aber... Also, ganz schön hat Damage, den okay, so. Weil ich dann ganz bin. Ich glaube, ich mache wirklich hier genug Investment für Milotic, weil... Holy shit. Das ist Worf, denke ich. 208 eher, ne? Level 50. Boop. Oh. Ja, so. Hä? Das macht keinen Sinn. Wieso machen EV-Splits in auf Level 50 keinen Sinn? Guck mal, jetzt sieht es wieder aus wie ein Profi-Split. aber ich glaube, 52 Impish sollte schon ordentlich tanken von Tabulu. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wäre Wish wieder so gut. Eigentlich möchte ich dieses im Schiene nicht immer fahren, immer die gleichen Sets immer wieder und immer wieder, aber... Wish ist so nice. Ich spiele so gern Wish in letzter Zeit, also... Weil ich glaube, das ist auch so mein Spielstil, so... So... Wish, Support... Whatever. Balance, so. Balance ist so meins. Das kann ich ein bisschen. Offense muss ich noch übelst üben und ich habe auch keine... Ich mag das irgendwie auch gar nicht so wirklich zu spielen, aber... Dennoch. Warum macht der auf einmal so viel? Was passiert? Habe ich auf Level 100 gekalkt? Oh mein Gott, ja. Nee, warte, das war, damals war das noch nicht Choice Band. Ja, das ist schon der Damage, den man erwartet. Und hier auch Hornleech wieder, macht super wenig Damage, ne? Also, solange er nicht Woodhammer ist, ist ja alles gut. Ich möchte trotzdem noch einen Tabubulu-Check dabei haben. Wait. Leute. Ja oder nein? Ja, eindeutig. Und Gardevoir? Gardevoir Wish Support für das Team? Ja, nein? Schreibt jetzt eure Meinung in die Kommentare. Nee, ne? Guck mal, die Sache ist, ich glaube, Heracross hängt immer noch von Cobalion, oder? Schwertanz.
Ja, ist Level 100. Was ist passiert? Wieso ist auf einmal so wenig Damage? Ne, so viel auf einmal. What happened? Hat er nicht noch gerade eben weniger als 25% gemacht? Bin ich gerade dumm? Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gekalkt vorhin. Wieso hat er vorhin 21 gemacht? Hatte der kein Attack-Investment? Ja, Klaus Comet macht unter 25, aber Ironhead nicht. Ja, es ist doof. Mann, ich dachte, ich hätte jetzt das Set gefunden. Es hätte mich auch gewundert. 21 ist auch ein bisschen wenig. Ja, das ist schon sehr viel Damage, den ich eigentlich nicht so gerne esse, aber das Set ist cool. Also, lass mich. Ich kann auch Bulk Up spielen. Bulk Up CC. Wenn ich Bulk Uppe, also ich kriege erstmal auf jeden Fall einen Zap gegen Milotic, das ist cool. Und ich kriege auch Bulk Up gegen, ja, erstmal kriege ich einen Bulk Up raus, ne, gegen das Milotic. Da kann ich einfach das Kobayam auch danach wieder tanken, ne. Das Sam ist wieder ein bisschen nervig. Ich könnte Scarf spielen, weil der spielt Scarf leider nicht. Mit dem Scarf leider nicht. Sorry. Ha. Was macht Gligar in diesem Team? Ich finde ihn gar nicht so strong. Um ehrlich zu sein, finde ich Ferrothorn hier in dem Slot ein bisschen besser. Ja, ich finde das so gut. Und ich glaube, ich werde doch wieder ohne Removal spielen. Und den ja die Choppleberry geben, weil Choppel immer gut ist. Und dem könnte ich eigentlich die Anti-Grassberry geben. Und hier könnte ich einen Gyro Ball draufpacken. Kann er gar nicht. Heavy Slam kann er. Ja. Gigalith sieht heavy aus. Also der sollte ja schon 10 Milliarden machen gegen Bulu, ne? Tapu Bulu. Heavy Slam. Die Sache ist, ich würde ja Buffalo spielen, aber ich fühle mich schlecht, wenn ich Buffalo spiele. Macht gar nicht so viel. Wo ist der Step? Window, mir wird langsam heiß. Ich musste das Fenster zumachen, weil da draußen Geräusche sind und ich will nicht, dass sie Geräusche hört. Niemand will, dass Geräusche gehört werden im Leben. Lebe ich da noch Choice Band? Ach du Scheiße, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, Mann. Ah, mach das viel. Hör auf. Ah, das ist doch kein Damage. Stopp. Was ist hier los? Warum macht das so viel? Mann, mit Ferrothorn bin ich wieder so weak gegen den Dude. Kann Gligar irgendwas machen gegen den? Wie viel Tech hat er eigentlich? 75, das ist gar nicht so viel, um echt zu sein. Das ist überhaupt nicht viel. Gligar ist halt nice gegen Marowak, wenn ich Fister spiele, aber mehr auch nicht. Ne? Oh, was mache ich gegen Bulu, 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 Bulu? Was tue ich gegen Bulu? Was tue ich gegen Bulu? Es ist echt jetzt Bisofunk, Mann. Ist jetzt Bisofunk, mein Check. Choppleberry Bisofunk. Wäre eine Idee, weil dann wird auch wieder Marowak gepressured. Ich will den halt nicht. Ich will halt nicht, dass der irgendeinen Unsinn macht. Deswegen, Zapzipper wäre halt cool mit der Choppleberry. Ja, schon. Erinnert mich ein bisschen an den Kampf gegen Sui damals. Da habe ich genau das gleiche Set gespielt. Vielleicht ist das sogar echt die Krux einfach. Vielleicht spiele ich auch so ein verrücktes Cotton Guard Set. Der Cotton Guard hat ja letztes Mal auch schon gut funktioniert gegen Timo. Fand er auch witzig. Hat er mir genauso gesagt, Leute, ja. Der fand's witzig. Ich find's super cool gegen Porygon Z. Ich glaube, ich spiele echt die Rindo-Beere für den Fall, dass er nicht Choice Band ist. Und ich kann ja hier einfach meinen Buffalant immer reinwechseln. Actually, wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht wäre Protect cool, um zu scouten einfach. Und ich möchte auch hier Explosionen schmeißen. Also wenn ich weiß, was das für ein Bulu-Set ist, dann möchte ich das auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall genug Speed dann haben für Bulu, ne?
glaube, ich werde auch meinen Gameplan so auslegen, dass ich dann mit dem hier leade. Damit das Bulu nicht freidreht, weil das ist erstmal Prio 1, ne? Der darf nicht freidrehen. Und der hier kann schon mal Pursuit spielen, finde ich. Für das Simsala. Den kann man halt auch trappen, ne? Wenn man hier so ein leckeres Bedev-Set ist. Muss man einfach mal sagen, ist ein nice Set, so. Ne? Cotton Guard ist so cool. Waltz, nein. Nee, oder? Actually? The rest? Vielleicht. Vielleicht. Nein, ich glaube, wenn ich den hier spiele, dann eher mit einem Set, das auch Marowak trifft. Und ich möchte auch das Tangela treffen. Wir wollen Schwertanz haben. Yo, ich komme einfach in seine dummen Leech-Seeds rein und dann BAM! Hat er nichts mehr. Und auch in seiner Sleep-Power, das ist voll gut. Ich liebe den. Der ist voll gut. Einfach so ein SD-Set. Was sagt ihr, Leute? Yo, das wird ihm wehtun. Das wird ihm ordentlich wehtun. Nicht Return, der soll mich nicht mögen. Frustration. So, da haben wir den Büffel anstatt dem Hund. Oh Mann, das ist so ein bisschen disrespectful, ne? Aber ey, ist doch nice. Ich möchte Fist-Dab spielen, um ehrlich zu sein. Wait, ich kann ja Poison-Dab spielen, ne? Poison-Dab, das ist es. So, dann werde ich einfach auf den dabben und dann easy. Easy. Bisonfang ist nice, Mann. Das ist einfach ein nices Draftmon, ey. Ich liebe das Pokémon. Das ist so ein geiles Draftmon. Man kann so viel damit machen. Man kann es einfach auf das Team anpassen des Gegners und der... Boah, holy shit. Was willst du tun, ist die Frage. Was tut ihr dagegen? Leute, schreibt mir jetzt in die Kommentare einen guten Bufflon-Check. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Weder kommt jetzt sowas wie... Oh, Gligar checkt den. Bla bla bla. Aber du hast keine Ahnung. Ja. Nee. Natürlich habe ich die Ahnung. Ich bin der, der in der GPL ist. Und das befähigt mich dazu, Ahnung zu haben. So ist das nämlich. So funktioniert das. Wisst ihr? Ja, so ist das, Leute. Ich glaube, das ist es. Ich habe es gerade rausgefunden, Leute. Mann, der trifft ja den gar nicht. Also, Bulu. So eine Scheiße. Man, must be nice. Fuck. Okay, also mein Problem gerade. Ich muss ja Bulu treffen und gleichzeitig auch Marowak kein Dingens geben. Und auch gleichzeitig dem dummen Koba irgendwie Schaden machen. Wie stellen wir das an? How interesting. Gute Frage. Wir könnten EQ spielen plus Megahorn. Man, da haben wir, weißt du, da bauen wir uns einen Check gegen Bulu. Da macht er doch nichts. Sad face. Ich glaube, wenn wir das machen, dann machen wir hier Gardevoir, weißt du? Und dann Speedy, damit er auch ja nicht irgend so eine Faxen macht, weißt du? Genug Speed für Level 50 Tapu Bulu. Wer das weiß, fragt ihr? Wie viel Speed ein Tapu Bulu hat auf Level 50? Ja. Schlechte Menschen. Die auf Level 50 ihre Draft liegen. Oh mein Gott, just kidding, okay? 140? Damn. Gardevoir. Du kannst Mordes spielen. Ich lieb dich. Ich bin, ihr wisst, da ist immer so ein glücklicher Moment in mir, wenn ich Mordes Gardevoir spielen kann. Egal wie viel Investment, Hauptsache es ist Mordes. Das macht mich einfach glücklich, weißt du? Das ist so eine Sache im Leben. Ich spiel Wish. Da bin ich richtig glücklich. Moonblast? Also Gardevoir, bitte. Wie habe ich Moonblast eingegeben, what? Was passiert? Yo, der ist so stark. Holy shit. Hör nur mal Carmine? Was sagt er? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn dann irgendwas wie Shadow Ball oder so. Einfach ein bisschen breaken, dies, das. Wie ist das? Also Hyperwise macht schon 10 Milliarden, ne?
Ich könnte Encore spielen. By the way, was sind sein Stealth-Rock-Sitter? Cobalium, Marowak, Lipumentas. Der hat nicht so die geilen Stealth-Rock-Sitter. Finde ich cool. Da sehe ich mich. So. Wir müssen Spukball spielen. Wir haben keine andere Wahl. Das Coole an dem Set ist, das kann auch wieder scouten. Und sobald halt Tabubulu dann reinkommt, ja, scouten wir erstmal. Weil meistens ist es auch Scarf und dann können wir auch vielleicht sogar in Neuwahn gehen und so. Ist halt alles sehr schön, wenn man sowas machen kann. Je öfter ich immer mit Neuwahn anfange, ein Team zu bauen, desto mehr zweifle ich dann daran, dass ich alle meine Moves hitte, die ich hitten muss. Davor habe ich immer Angst. Ich glaube, Superpower ist doch ein bisschen besser, weil wir brauchen ja irgendwas gegen das Adaptability Polygon Z. Der Verrückte. Was spielen wir den? Mit dem hier? Nee, ne? Tanken wir nicht? Gardevoir? Sag mal. Tankst du ein Choice Specs Hyper Beam von Polygon Z? Also das macht erstmal nix, ne? Holy shit, 405? Das ist ja ein richtig hoher Stat. Okay, T-Bolt ist noch gut, ist noch gut. Aber wir wollen ja erstmal gucken hier, Hyperbeam, ne? Boah, Alter, komm mal runter. Alter. Das war nur auf Level 100. Alter, wer erlaubt denn sowas? Das ist nicht erlaubt. Das sollte nicht erlaubt. Oh mein Gott, das ist kein... Oh. Crap. Damn it. Okay, ja, Giglyph, ne? Du machst das, Junge. Ich sehe dich da drin. 156. Können wir das Modest Wesen behalten? Ja. Leute, ihr versteht gar nicht, wie sad mich das macht im Leben. So ein Set zu spielen. Oh Mann, Jolly, ey. Timid, Gardevoir, ey. Da sehe ich mich ja gar nicht. Das ist ja richtig eklig. Bah! Weißt du, die vorherige Glücklichkeit über ein gutes Gardevoir-Set ist verflogen. Ah, absolut sad. Das ist so sad. Das ist so sad. Hashtag so sad. Oh mein Gott. Ich spiel jetzt Carmine, Alter, weißt du was? Da kenne ich nix. Da kenne ich nix, Leute. Auch er wird gegen Carmine Gardevoir verlieren und wird dann merken, oh, ich muss den ja jetzt so freezen und dann geht er an sein Polygon Z und drückt Ice Beam 10-mal. Leute, das macht er doch nicht, oder? Leute, bitte. Sei mal nicht so. Nein. Nein! Ja, aber ich denke, ich komme damit mit diesem Team. Das Sam ist jetzt wieder eklig. Oh Mann, wo sind meine Sam-Stitches auf einmal hin? Damn it! Gar nicht so cool. Where are my Sam-Stitches at? Wo sind sie hin? Man weiß es nicht. Boah, ich finde einfach keine Switch in irgendwas so. Das Team, das macht mir fertig so. Das macht mir fertig. Macht mir fertig. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Superpower auf dem. Okay, nix. Vielleicht ist auch Heavy Slam der Play. Damit dann das Tabubulu im schlimmsten Fall wenigstens noch. Naja, wir haben ja Protect, das ist alles gut, Mann. Ja, stimmt, Protect ist eigentlich besser. Scouting Purpose. Vielleicht kann ich dann auch seine Hyperstrahl-AP ausdollen mit Gigalith. Leider keine Lefties auf dem Set, aber ist okay. Vielleicht die 50% Beere? 50% Beere? Ich glaube, die ist besser, weil wir wollen ja halt gegen Polygon Z da am besten dastehen, ne? Tabubulu, natürlich ein Problem. Ist ein Problem, ist ein dickes Problem, aber... Ja, ich glaube... Und ich glaube auch... Will-O-Wisp ist die Krux. Weil wir wollen das Tabubulu checken.
natürlich ist halt auch wieder Knorger, ne? Ist halt wieder da, ist halt immer so ein Problem im Leben. Aber was soll man tun im Leben? Ich glaube, ich spiele jetzt mal offensiv. Ich glaube, ich spiele jetzt ein offensives Gardevoir, damit ich den in den ersten Turns direkt pressuren kann, so. Das wäre so mein Traum. Wir müssen halt das Knorger pressuren, ne? Das ist wichtig, das ist wichtig. Dann können wir Verhöhner hier spielen für das Milotic wieder. Eigentlich gleicher Purpose wie Neuvern, also holt halt irgendwie das Milotic rein und bestenfalls können wir dann mit Heatran den trappen. Andersrum, Heatran trappt den und dann sind Gardevoir und Neuvern beste. Das war mein Gameplan. Ulibis kann dann halt auch Bulu treffen, ne? Der ist sowieso gut gegen Bulu. Der kann auch was gegen Bulu machen. Der checkt alles von Bulu, aber kann halt nichts in Return machen, leider. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht noch was ändere. Am Set. Vielleicht mach ich es wirklich zu EQ Megahorn. Dann wird man halt vollkommen von Sentiments gecheckt. Was gar nicht so cool ist. Also, wovon will man gecheckt werden, ne? Von Bulu oder von Sentiments? Ich glaube, Mance ist das geringere Übel. Actually, Mance ist wieder threatening. Ja, okay, wir machen das mal nicht. Aber wir holen uns ein anderes Pokémon rein, was mit Zap pressured. Wir wollen Tapu Bulu und Mance checken. Was machen wir da am besten? Vielleicht Zap Buffelhund? Nee, ne? Nee, das ist es nicht. Das ist nicht. Sub Slowking? Nee. Slowking ist zu slow. Get it? Got it? Am I right? Alter, bin ich witzig heute wieder. Ich bin ein Schlaukopf. Witzkopf. Meine Fresse, was machen wir gegen sein ganzes Team im Leben? Was machen wir gegen seinen Bulk? Und gegen seine Offensive, so. Viele Struggles im Leben. So wenig Zeit. Ha, huh. Leider hat er auch kein Poison Grab, ne? Das ist so sad. So sad. Vielleicht Rotom mit Zap. Oh, Subsplit. Oh, Leute, Subsplit. Rotom? Yo, da sehe ich mich. Painsplit. Und Leute, passt auf, was ich hier eintippe. Aber verratet's nicht. Nein, das ist nicht so nice. Das ist actually geil, so nice. Wir machen das coole Set. Hex Will-O-Wisp. Ein mächtiges Set. Ist auch super gut gegen das Milotic. Ja. Wir könnten auch Gardevoir mit HP Poison spielen. Jetzt mal Real Talk. Machen wir das einfach. Der hat wenigstens Platz für das, für den Move und wir brauchen legit nur HP Poison für das dumme. Will-O-Wisp hätten wir sowieso nur für das Tapu Bulu gebraucht. Das Coole an dem Set hier ist auch, dass wir Cobain checken. Wenn er hier Cobain mitnimmt in diesem Matchup, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, aber. Okay, dieses Mal ist Cobain, muss ich zugeben, sehr, sehr viel besser. Aber ich habe jetzt auch Subsplit Rotom, also. Der checkt ihn sogar noch besser als Slowking, weil er halt keinen effektiven Move dagegen hat, außer Throwjob. Aber für Steph sollte er den checken, sollte den ordentlich checken. Ich möchte aber auch, fällt mir gerade auf, genug Speed für den Bulu-Mann haben. Das wird ein langes Teambuilding, habe ich das Gefühl. Wir sind halt far von ready, bin ich der Meinung. 273 ist nicht, das ist 50. Set 139 brauchen wir. Rotom, was sagst du? Wie viel musst du haben? Kannst du bitte impisch bleiben? Das sieht doch schön aus. Impisch ist immer gut. Weil er spielt eigentlich keine Rolle, aber ich find immer gut, wenn man kein Init-Wesen spielen muss in der Draftliga. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist so ein Fetisch. Finde ich cool so. Habe ich natürlich keinen so einen wirklichen. Okay, ich hab Momentum hier mit dem hier. Das wird gehen, finde ich. Das Team sieht so weird aus. Es ist so weird. Und ich glaube, ich habe hier mal Offense gebaut, tatsächlich. Das ist wirklich Offense.
Holy shit. I'm impressed. I'm impressed, man. Very impressed. Dann ist aber wieder, oh, da ist wieder der Dude so nervig. Samingtons. Was machen wir gegen Sam? Irgendwas gegen Sam. Spedev, Buffalant, Leute. Alles safe. Alles safe. Denkt ihr, ich hätte keine Ideen mehr? Pathetic. Ja, der killt den. Der macht ordentlich Damage. Oh man, Geolith wird halt leider von dem genuked. Das ist nicht so schön. Wird auch genuked. Finde ich gar nicht so schön. Fuck this game. Just kidding. Vielleicht ist Slowking doch der Play. Mann, das Marowak. Das macht mir so viel Angst. Mann. Ah, scheiße. Wie sollen wir das machen? Im Leben. Am Strand des Lebens vor allem. Was sagt der Strand des Lebens dazu, wisst ihr? Was sagt er dazu? Man. Ich glaube, Scarf Gleiger, sagt er. Scarf Gleiger, the way? Nein, ist es nicht, Mann. Wo sind mein Pursuit? Wo ist mein Leipard, Mann? Oh, ich hätte jetzt so gern Leipard gehabt, ne? Oh, das wäre so gut gewesen. Oh, Mann, ey. Damn it. Also gegen seine Defensive komme ich halt gut durch, ne? Ordentlich, aber jetzt seine Offensive, was mache ich jetzt? So, was mache ich? Was mache ich gegen seine Offensive, ohne dass ich Checks gegen alles andere aufgebe? Was tue ich im Leben? Vielleicht ist auch eine andere Win Condition gefragt. Vielleicht ist ein Scarfer besser. Heracross. Die Sache ist, Gardevoir holt halt die Checks von Heracross so ein bisschen rein. Er hat halt außer halt sein Menz, ne? Um ehrlich zu sein, ich finde das gerade sehr gut, weil Heatwind holt Menz rein. Holt auch Milotic rein. Und Menz könnten wir... Kann er Magnetrise? Kann er nicht. Hin Power Ice, ne? Aber dann kann er halt EQ'en. Was ist mein Menz-Switch in? Non-existent. Once again. Wir müssen einfach hoffen, dass wir den mit Offensive wegpressern. Das ist, glaube ich, die Krux. Ich glaube, wir scheißen auf Solar Beam. Und geben ihm, ich glaube, die Sugar Berry. Choppel wäre halt nice, aber die hat halt schon Buffalant. Vor allem, das würde auch Sam checken. Aber wir können Sam gar nicht treffen, weil wir Magma Storm haben, ne? Dann müssen wir Dark Pulse spielen. Okay, nix. Und hin Power Ice. Ich glaube, wir können investieren, dass wir in Focus Blast leben mit Heatran. Das wäre sehr, 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 sehr gut, Mann. Das wäre so gut, aber... Mega Sam hat halt immer noch so viel Spezialangriff. 175. Das ist kein... Ist es leider. Wir könnten investieren, dass wir nach Rocks einleben. Ist halt immer nützlich, ne? Aber wollen wir das so? 88. Das heißt, der Rest muss in Speed. Weil wir müssen ja Tabulord speeden. Und die sind so nah am Speedwert aneinander, ne? Das ist... gar nicht so schön. Wir könnten halt hoffen, dass er nicht genug Speed spielt. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass er nicht genug Speed spielt? Es kann halt sein, dass er auf Jolly verzichtet mit seinem Bulu. Ist halt immer möglich. Was priorisiere ich gerade, ist die Frage. Und holy shit, ich habe wieder auf Level 100 gekalkt. Ja, also ich werd jetzt so ein Mittelding machen. Also ich will zum einen Tabu Bulu-Lord speeden, hat zum anderen auch noch so eine Chance haben, einen Focus Blast nach Rocks zu legen. Leben. Das Gute ist,
können halt mit mehreren Sachen das Gardevoir, das Sam rausnehmen. Der lebt einen Hit von Sam, der sollte auch ein Leben. Also hinterm Sub auf jeden Fall. Der könnte ein Leben. Der killt den halt und kann den Pursuit trappen sogar. Den muss ich Jolly spielen. Aber Moxie gleicht das halt auch wieder aus, ne? Das ist gut. Ich erinnere mich übrigens noch daran, dass Bene mir gesagt hat, ach, den musst du sowieso immer Scar spielen. Heracross, ne? Hat bis jetzt die verschiedensten Sets gesehen hier. In der Live-Team-Building hier. Ja. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass wir jetzt nichts gegen Milotic haben. 80? 90? Jetzt haben wir was gegen Milotic. Ja. Finde ich besser so. Ich glaube, mit Dark Pulse wird er auch nicht rechnen. Er denkt sich so, oh, Next Level Play mit Simsala hier. Aber dann komme ich mit meinem Next Level Dark Pulse. Ja, leider macht er halt trotzdem nicht so viel Damage, aber was machst du? Was kannst du tun? Aber das Gute ist, da ich ja dieses Team sehr offensiv spielen werde, ich kann halt Chip mit dem hier auf das Sam bekommen und dann ihn in Pursuit Range hauen. Das ist so meine Hoffnung. Ja, der ist auf jeden Fall schneller als Bulu, ne? Noch nicht. Muss so sein. Muss schneller als Bulu werden. Brauche ich überhaupt Magma Storm? Nee, ne? Nee, ich glaube, ich mache ein safe Set. Ich habe keine Lust zu missen. Und wenn ich nicht trappen muss, dann trappe ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und ich könnte sogar einfach Lavaplume ihm geben. Ja, der ist halt Level 100, also 127 Speed, warte mal. Oh lol, also das Element Set kann ich halt outspeeden. Wenn er Jolly ist, dann lebe ich sogar safe einen Hit. 131. Hey, dann gehe ich einfach für Adamant. Adamant outspeed ich. Jolly lebe ich. Also, das ist vollkommen safe. Dann machen wir den Rest hier in Spezialangriff so. 20. Hilft das irgendwie? In irgendeiner Weise. Um ihn zu killen. Flammenwurf. Flamethrower. Das macht super viel Schaden. Das ist gut. Yep. Flamethrower ist super. Eruption wäre auch so witzig. Oh ne, kann ich nicht machen. Ja, finde ich gut so. Ich könnte auch Overheat gehen. Aber der kann auch missen. Habe ich keine Lust zu, ne. Meine ich. Könnt mich nicht dazu erreden. Niemals. So. Dann haben wir hier noch das Set. Knock. Close. Und vielleicht kriegen wir ja noch einen Flashback-Moment für Teemo hin, in dem er wieder von einem Mon gesweept wird, das Scarf und ein Stat-Boosting-Wesen hat. Fände ich witzig. Würde ich appreciaten. Das Budu ist halt immer noch da. Ich kann ihn nicht effektiv treffen. Außer ich spiele halt Aerial Ace, aber ja, Megahorn macht halt mehr. Mach ich nicht. Wie viel Speed brauche ich? Ich brauche genug, um Sam zu speeden. Ja. Und Sam spielt Rechner. Es kann sogar sein, dass Teemo so Next Level versucht, Scarf Heracross zu outspeeden. Warte, nee. Er hofft vielleicht, dass ich Adamant spiele, weil ich denke, dass er nicht Max Speed spielt und dann bleibt er vielleicht drin in mein Heracross und er stirbt einfach. Es könnte gut sein, weil manchmal passieren solche Plays bei ihm. Habe ich das Gefühl, dass er dann so denkt, okay, der wird auch safe nicht dieses Set spielen, dann mache ich einfach mal diesen riskanten Play. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Teemo sowas macht. Das, wenn es passiert, finde ich witzig, ehrlich zu sein. Und ich möchte hier Stone Edge haben. Trifft auch das Marowak, auch wenn ich so safe, aber ja, ich möchte auch das Mens treffen. Das ist mein Punkt. Ich glaube, 222 hatte der. Durch 1,5. 148. Ja, guck mal, wie viel. Stark. Guck mal, kann ich noch ein bisschen hier. Profi-Set. Profi-Set. Ich wette, ich kann einen Hit von Choice Band Bulu leben, wenn ich investiere. Leute, könnt ihr mir erklären, wieso Bulu so fucking strong ist? Das ist kein
Pokémon. Das ist ein Stier. Stiere sollten nicht so viel Damage machen. Yo, ich kann da nicht investieren. Das würde sich nicht lohnen. Nee. Wir müssen das langsam beenden. I'm sweating. Vielleicht ist Rotom jetzt auch wieder möglich rauszuschmeißen. Vielleicht irgendwas gegen Sam. Ich könnte wieder Slowking gehen. Und dann die Anti-Geistbeere mitnehmen. Ja, ich glaube schon. Ja. Ist auch kein so guter Sam-Check eigentlich. Ich hab's gleich, Leute. Kann gleich irgendwas tun. Gegen Tabu Bulu. Poison Jab! Yes! Ja, ich glaube, das ist es. Dann mache ich auch ein U-Turn-Set raus. Und ich brauche jetzt auch kein Hazard Removal mehr. Und EQ. Ich glaube, so ein All-Out-Attacking-Set ist ganz cool. Gegen dieses Matchup. In diesem Matchup. Und wir wollen auch nicht gepoisoned werden, denke ich. Ja. Ich kann raus U-Turn gegen Sam. Ich kann sogar investieren für HP Ice von Sam. Glaube ich. Gligar. Defensive. HP Fire. Almost. 110. What? Komm runter. Ich weiß nicht, ob er HP Ice spielen wird. Kann ich mir vorstellen? Kann ich mir vorstellen, um ehrlich zu sein? 212 Impish. So, jetzt noch hier, Max HP und den Rest glaube ich in Def, ja. Profiset. So, ja, es sollte auch noch immer in noch ein Cobalion tanken, sollte auch noch das Bulu tanken, weil ich mir da nicht so sicher bin. Boah, diese riesigen Zahlen. Ja, voll gut. Wie viel macht Poison Dab? Das ist vollkommen okayer Schaden, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn er Recoil Damage frisst. Hornleech macht nicht genug. Oh, wobei, ich sehe gerade. Nein. 44 Impish. Auch noch okay. Okay, machen wir mal so einen Mittelwert. Sagen wir mal 116. Sagen wir 116. Den Rest ins Bedef, dann haben wir halt so eine 50-50 Chance, beides zu tanken. Die nehme ich eher. Vor allem ist es auch möglich, dass gar nicht die Rocks draußen sind. Unwahrscheinlich, aber es ist halt immer noch möglich, ne? Ich möchte auch beides checken. Also, ja, finde ich das jetzt valide. Ich kann es dann immer noch auf Hex schieben, wenn er tatsächlich die Roll bekommt. Ich kann dann mal schon mal im Vorhinein kalken. Oh! Du hattest nur eine 25%ige Chance, mich zu killen. Buhu. Und bei Sam das gleiche Spiel. Wobei der... Boah, der spielt doch eh modest, ey. Boah. Bah. Das ist doch sowieso nur eine... Kacke 212. 140. Rocks. Du hattest nur eine 87,5%ige Chance, mich zu killen. Boah, ey. Ja, 50%ige Chance, mich zu killen nach Slash Rocks. Oh Mann. Das ist alles so schwer.
ChoiceBand ist halt echt ein Problem. ChoiceBand könnte sogar den hier killen. ChoiceBand Superpower gegen Heatran. Ja, da habe ich noch kein HP. Ungeil, um ehrlich zu sein. Da ist er noch nicht Jolly. Ich glaube, es ist doch wichtig, dass ich den noch speede. Man. Ich brauche noch 109. Ja, ich brauche noch 10 weitere. Ja, das wird ein richtiges Gambling-Spiel in das Matchup. Holy fucking shit. Ich kann es nicht riskieren. Ich kann es nicht riskieren. Auch wenn der Split so gut war, um Focus Blast von Sam zu tanken. Oh, dummes Bulu. Warum musst du mich eigentlich so fertig machen? Wird er überhaupt Choice Band spielen? Das ist halt auch eine gute Frage, ne? Wird er Max Speed spielen? Ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er so baut und denkt, okay, Glover wird niemals Max Speed Heatran spielen. Wäre gut für mich, wenn er so denkt, weil dann würde ich ihn jetzt catchen und killen. Das würde auch heißen, dass er nicht Adamant ist. Das würde auch heißen, dass er keine HP hat, weil er halt in den Angriff investieren müsste und dann würde Flammenwurf wieder reichen. Ja. Um ehrlich zu sein, wenn er Jolly spielt, ich glaube, ich gehe doch wieder zurück auf das Set, weil ich brauche... Nee. Ich glaube nicht, dass er Jolly Max Speed spielt. Glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube, der wird, wenn dann... Nee, glaube ich nicht. 128. Das ist jetzt mein letztes Wort. Könnte auch Jolly spielen und genug spielen, um Heatran zu spielen. Also machen wir mal 130. So, und dann war hier irgendwas mit 80, ne? So, 84 und dann halt den Rest in Spezialangriff. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er eventuell sogar Jolly spielt, aber halt nicht genug, um, ja, Max Speed Heatran zu outspeeden, sondern halt genug, um, also um die Set zu outspeeden, was ich gerade eben gezeigt habe. Und zwar 128, das müsste ich halt mindestens spielen, ne? Ja, ich glaube, wenn er das spielt, dann würde er Jolly... Tabu Bulu mit mindestens 129 Speed spielen, deswegen spiele ich 130. Das ist jetzt, glaube ich, ja, so spiele ich das. Das würde halt auch immer noch garantieren, dass ich das Sam tanke und das ist halt auch wichtig. Und ja, das ist, oh, das Matchup gefällt mir überhaupt nicht. Das ist, oh, schwer. Sehr schwer. Okay, gehen wir mal auf die Details des Sets ein. Also, das habe ich schon. Heatran. Ich glaube, EQ lebt da trotzdem noch von Menz. Marowak. Gigalith. Kannst du Hits tanken, Gigalith? Marowak. Seht ihr, wie viel ein Level 50 Bulu gegen fucking Gigalith macht? Das ist kein Damage. Sorry, ich sag das oft, aber das ist ja... insane. Ich möchte genug haben, um EQ bzw. Bomber Rank von dem zu leben nach Rocks. Das ist wichtig. 44, das ist vollkommen okay. Vielleicht spiele ich auch sogar mehr. Weiß man nicht, aber ich lasse es mal so. Oh, ich überlege gerade, ob wir nicht hier doch noch Knockoff spielen wollen. Pursuit ist halt gut, um den zu trappen. Aber Knockoff ist gut, um zum Beispiel das Marowak gut zu hitten und ihm das Item abzunehmen. Auch ist Knockoff gut, um das Choice Band von Bulu wegzunehmen, was auch richtig, richtig wichtig ist. Ich glaube, Knockoff ist wichtig. Knockoff ist wirklich wichtig. Ja. Okay. Gigalith. Also wir brauchen eigentlich so viel Speed, wie wir kriegen können, weil das ist halt immer noch ein Threat. Das Polygon Z. Hm.
Nee, ich habe einen Punkt. Ich glaube, wenn wir Protect spielen, dann brauchen wir auch die Rindobeere nicht. Weil wir werden eh nicht drin bleiben mit Gigalith und Rockslide drücken, weil das ist einfach Chip-Damage, den ich gebrauchen kann. Deswegen eher die Aguavbeere, damit wir gegen Porygon Z wenigstens noch gut dastehen. Und ja. Das Mance können wir auch checken. Das Marowak leben wir. Tabubulu leben wir halt nicht mehr, aber dafür können wir scouten. Aber Rocks rauszubekommen wird schwer. Das sehe ich jetzt schon. Das wird ein ordentliches Problem. Das Gobellion. Da habe ich den hier. Das soll doch okay sein. Er könnte Carmine HP Ice sein. Oh, das könnte echt sein. Ungut, ungut, ungut. Jemine. Das ist gar nicht so gut. Ja. Vielleicht ist doch Ferrothorn gut. Weil wir haben jetzt wieder Gligar im Team. Okay. Wir haben ja wieder Gligar im Team. Wir können also Marowak checken. Und das ist ja erstmal das Wichtigste, dass wir Marowak irgendwie aufhalten können, freizudrehen. Wir können hier Spikes drauf spielen. Dann kriegen wir wenigstens wieder Passivchip und das ist halt so wichtig gerade. Gyarados gesetzt. Wir brauchen die Toppleberry, damit wir gegen Tabubulu gut dastehen. Wir könnten es die spielen. Ne, machen wir nicht. Wir checken dann auch nochmal Porygon Z, ist auch wichtig. Und Zam checken wir auch. Und auch Mens. Also irgendwie alles. So. Ich glaube, Lead Seed Protect ist das Set. Oh, wobei. Vielleicht Lead Seed Sub. Weil Sub würde halt. Das würde mir halt einen Sub gegen Milotic garantieren. Also, dass ich halt, bevor es reinkommt, einen Sub bekommen habe und dann. Ja, kann ich Leech seeden. Ist auch cool. Was halt mein Punkt mit Zap ist, ist die Tatsache, dass ich dann erstmal meine Beere nicht verliere gegen Tabulu oder Alakazam und auch gegen Gobellion nicht. Und das ist immer noch gegen Check gegen Gobellion, sehe ich gerade. Das war jetzt gerade mein Punkt, ne? Ich wollte gegen Gobellion einen Check haben. Achso, habe ich ja hier. Sehe ich gerade, ich habe ja die Chopperberry. Stimmt. Dann würde ich auch sagen, wir spielen wir T-Wave? Wir wollen ja eigentlich nur Cobain punishen. Basically. Wir wollen eigentlich nur, dass Cobain hier keine Faxe macht. By the way, wir müssen unbedingt mit Gardevoir leben. Gardevoir mega. Oh Mann. Cobain. Das wird nicht aufhören, dieses Teambuilding. Ironhead macht gar nicht so viel. Ja, Problem. Wir haben nur 68. Damn. Ja, dann spielen wir halt genug, um einfach einzuleben. Aber der kann auch damit rechnen, dass ich Max Fistef bin. Vielleicht werfe ich Gardevoir wieder raus. Boah, hier passiert gerade so viel in den Teambuilding, also. Ich sehe immer wieder ein Pokémon, das mich dann fertig macht und ich muss einfach das wieder umwerfen, damit ich nicht verliere. Ich glaube, Neuwand ist doch wieder gut, weil dann kriege ich wieder Speed. Ich kann hier eine Antibeere spielen, damit ich nicht von allen Pokémon auf die Fresse bekomme. Ich habe Speed auf jeden Fall seinen Tabulu. Kann auf jeden Fall auch ein Rockslide leben. Also Hafnir. Ich könnte die Chartibeere spielen. Woodhammer macht richtig viel, aber das ist okay. Stone Edge. Ja, der wird. Choice Band wird halt eh niemals mit meinem. Choice Band Stone Edge wird eh niemals mit meinem Neuven in Berührung kommen, wisst ihr? Vielleicht ist Taunt gar nicht das Set. Auch. Vielleicht ist Toxic das Set. Weil ich kriege auch hier Momentum mit U-Turn. Und. Ich möchte halt Momentum bekommen, wenn das Milotic da ist, ne? Da kann ich auch den hier reinholen. Actually, warte mal. Ich glaube, das wollte ich ja auch schon vorher machen. Ich wollte ja so eine Art Stallbreaker haben. Da kann ich auch hier, wisst ihr? Kann ich auch hier Toxic drauf spielen. Und Taunt und Roost. Nicht Twin Needle.
So Verhöhner und Ruhrort. Ich versuche ja echt die deutschen Namen zu benutzen, aber es will nicht funktionieren. Pleinium Sie. Toxic würde halt Smilotic chippen. Ich hätte jetzt einen Check gegen Kubayan. Ich kann HP spielen genug. Und ja. Sagen wir mal, der ist Choice Scarf, ja. Guck mal, wir können sogar genug investieren, damit wir ein Leben ohne Rocks draußen. Ich glaube, ich spiele sogar echt trotzdem die Chardi-Beere. Also die Anti-Dingensbeere. Ich bin sehr hilfreich, ich weiß. Die Anti-Gesteinsbeere. Und wir spielen. Jetzt wird spannend. Passt auf. Air Slash, oder? Und wir treffen. Aber Hurricane ist so 10-mal besser, ey. Fuck. Superfang vielleicht? Wir wollen aber das Tabubulu safe rausnehmen. Ja. Das heißt, wir können auch erstmal diesen Split vergessen, den ich gerade eben gehabt habe. Das bringt eh nichts. Akubayan wollen wir checken. Nein! Oh, fuck! Nicht schon wieder. 177 Speed brauchen wir. Max Spezialangriff und Max HP. Ist Taunt so wichtig? Man muss halt echt alles hinterfragen, wenn man ein Team baut, ne? Das ist der Wahnsinn. Taunt ist cool, weil ich dann das Melotic ein bisschen besser checken kann. Ich kann dann immer auch Mans outspeeden und den killen. Ist vielleicht Toxic auch gar nicht so wichtig? Eigentlich schon. Das Teil halt, der Melodic ist halt schon nervig, ne? So. Haben wir das. Und dann brauchen wir noch was gegen Kubayan. Ja, deswegen wollte ich auch Sub spielen, damit ich dann vielleicht gegen das Kubayan besser dastehe. Weil Kubayan kommt halt oft in Ferrothorn rein. Aber ich denke, Donnerwelle ist besser, weil ich dann auch sogar Speed Control gegen das Simsala habe. Daran habe ich auch gar nicht gedacht. Gyroball plus T-Wave ist zwar nicht die beste Idee. Ich muss auch zugeben, ich werde niemals ein Leech Seed rausbekommen. Also kann ich das hier auch nochmal abändern. Und Knockoff spielen, wenn ich möchte. Oder Bulldoze. Oder Power Whip. Nee, Leech Seed ist schon gut. Ich krieg das raus, wenn Melodik draußen ist. Ja, was spiele ich hier? Spedef würde ich sagen. Ich möchte den schon als Sam-Switch in haben. Also Spedef, ja. Also eigentlich ist T-Wave hauptsächlich für das Kubayan da, nicht für Sam. Weil Sam kann ich halt auch mit Gyroball komplett wegrotzen. Ja. 22 Speed, das sollte genug sein für Sam. Oh, Endeavor wäre auch witzig. Habt ihr Bock auf Endeavor? Eigentlich finde ich Knockoff besser. Recovery bringt mir gegen Melodic eigentlich nichts. Mit Knockoff kann ich wenigstens dann seine Lefties weghauen und dann bin ich, glaube ich, besser dran als ohne. Ja, sonst. Ja, Skantank ist interessant. Es kann halt auch HP Ice spielen, wenn es möchte. Aber ich glaube, da habe ich Antworten, vor allem mit Gigalith. Der könnte Acid Spray spielen. Also Acid Spray Special wäre ein Set. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was er mitnehmen sollte. Dann ist halt auch wieder hier. Was spielt er jetzt für eine HP, ne? HP Ground, HP Poison, HP Ice. Kann ich halt pivoten. Sollte gehen. Mens ist natürlich problematisch. Vor allem, wenn es speziell ist. Da habe ich nur den hier, aber ist okay.
Ich glaube, der wird entweder Mens oder Polygon Z nehmen, also passt das. Da wird er nicht zu overpressured und das ist halt auch wichtig. Ich habe auch noch Chuckerberry für Mens, also alles gut, denke ich. Mens ist ein Fred und da habe ich mich auch gut gepreppt, denke ich. Ich habe auch hier Poison Jab für Tabulu, sollte auch gut sein. Sollte ich mich für Choice Band. Oh, ich kann langsam nicht mehr tippen, ey. Es ist wird anstrengend. Ja, es klingt dumm, aber es ist halt so. Ich bin eigenartig. Ich weiß. Ich weiß, Leute. Okay, Superfarm macht erstmal noch viel, aber wenn ich die Chopper Beere. Oh, wisst ihr, was witzig wäre, wenn ich den Chopper-Berry hit plus minus 1 tanke? Okay, 58. Und dann bin ich Choicebacks. Ja, es wird nichts. Es wird nichts, das macht er jetzt schon über 120. Eventuell? Impisch? 61. Dann ist hier. Wenn es jetzt 33, irgendwas macht, dann wäre er natürlich gut. Nee, okay, wird nichts. Wird nichts, wird nichts, wird nichts. Das Koba. Vielleicht Kobayan ist vielleicht ein Set Mon, was wir gucken können. Erstmal Chopperberry. Dann ohne. Ey, guck mal, ich habe genau den richtigen. Genau den richtigen Punkt getroffen. Ja, 196 soll es sein. Ich brauche eigentlich auch gar nicht so viel Spedef, um ehrlich zu sein. Oder brauche ich das? Cobain ist halt ein Fred. Aber. Ach, stell dir mal vor, der nimmt Milotic nicht mit, dann ist das Set auch so useless. Vielleicht ist auch Endeavor ein Set. Wirklich, also vielleicht ist Endeavor echt, also Notsituation, vielleicht lohnt sich das ja wirklich. Vielleicht ohne Spikes? Ich kann mir halt vorstellen, wenn ich gegen das Sam da stehe. Okay, nicht Sam, eher Tabubulu. Auch nicht Tabubulu. Ah, schwere Sachen im Leben. Okay, ich glaube, ich möchte genug tanken, um investieren, um Feuersturm zu tanken von Mens, also Butalanda, ein mächtiges Pokémon. BD? 408? Das ist ja auch noch viel. Shit. Das wird leider nichts. Ja. Wie fertig hier? 44 oder so, ne? Für irgendwas. Oder war es auf einem anderen Mann? Ja, es war auf dir. Ja, was mache ich jetzt mit dir, Tintandel? Du bist irgendwie. Irgendwie werden wir hier nicht mit dir fertig. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 1 Stunde 33. Also sind wir bald fertig. Also Endeavor wäre halt, um das nochmal auszuführen, wäre halt gut, um das Cobain zu chippen. Vor allem, weil er mich auch höchstwahrscheinlich angreifen wird. Ja, eigentlich. Ich kann halt safe reinswitchen und dann noch hier tanken und dann Endeavor drücken. Auch gegen Tangela ist das gut, also. Warum eigentlich nicht? Kobalium. Natürlich wäre sie Close Combat dann echt ätzend. Aber da kann ich jetzt erstmal nichts machen.
33, 196 hatte ich. Damit. I want this to end. Please. End my misery. So. Ich glaube, das passt. Sam kann ich immer noch tanken, oder? HP Fire. Meint ihr, der spielt das? Ich glaube, wenn er eine HP spielt, dann HP, HP Ice. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es HP Fire sein wird. Nee, oh. Da sehe ich den nicht. Ich kann sogar HP Fire tanken. Ah! So close. Egal, passt. Focus Blast macht auch nicht viel. Alles gut. Alles gut. Gut. Okay. Dann sind wir ja fast fertig. Ja. Ich kann halt kein Focus Blast tanken. Mit Choppleberry. Also nicht so gut, Focus Blast plus normalen Focus Blast. Aber ey. Kann man nichts machen. Such is life. Ja, Carmine, oh, das wäre echt nervig, aber. Ja. Ich glaube, ich spiele doch lieber Flynium Z. Damit ich dann den Safe Damage auf. Potenzielles Cobain habe, was auf einmal Carmine ist. Ja, ich glaube, das ist gut. Gegen physisches Cobain habe ich halt immer noch Gligar. Gegen Scarf Tawulu für halt das Neuwahl mit der Chartibeere war, habe ich jetzt immer noch Gligar eigentlich. Und auch Ferrothorn. Und Heracross eigentlich auch. Und der tankt eigentlich auch einen Hit, also passt das. Scarf's Donage. Sollte noch gehen. Neuwan gegen Tapu Bulu. Sagen wir es Adamant Choice Scarf. Ja. Schön wär's, wenn alle jeder Move so wenig Schaden machen würde. Ist aber leider nicht so. Ich habe um die 114, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Wir wollen ein bisschen mehr. 120 sind mindestens gebraucht, damit wir wenigstens was tanken. Guck mal, das lohnt sich doch noch. 124 ist auch gut. Okay, passt so. Oh, Frisco ist richtig wichtig. Also, ich habe gerade so eine Item-Struggle gegen den. Ich weiß nicht, wo seine Items liegen, was mit seinen Items los ist. Das sind Fragen im Leben, die müssen beantwortet werden. Guck mal, wie viele Bären ich dabei habe. 3. So. Ich glaube, das passt so. Also Wind Condition eindeutig Heracross. Also sagen wir es mal so, wenn er alle seine Megahorns trifft und Cobalion plus Salamence weg sind. By the way, Endeavor, das wird so witzig. Endeavor wird so witzig. Es fällt mir erst jetzt auf, wie witzig das eigentlich wird. Ich könnte auch Sub-Endeavor spielen. Aber ich möchte es nicht. T-Wave ist schon gut für Cobalion. Aber auch nicht so gut, weil ich den sowieso mit Endeavor dann pressure. Also kann man T-Wave eigentlich auch wieder weglassen und einen Knockoff spielen. Ja, sollte gehen. Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, mein erster Switch-In wird sowieso immer Neuwan sein gegen Cobalion. Und ja, deswegen passt das alles. Ich könnte auch hier Defog spielen. Defog. Seine Switch, seine Staffrog-Setter sind halt Marowak. Und Fings. Vielleicht spiele ich auch einfach hier wirklich wieder Defog. U-Turn ist nicht so wichtig. Ist halt eigentlich immer nur so ein nice-to-have-Move, aber es ist halt nicht der dringendste Move. Ich glaube, U-Turn ist hier auf dem Mon ganz cool. Da habe ich wenigstens so ein Sort of Momentum, ne? Hab zwar jetzt keinen Breaker dabei. Auch kein Stallbreaker. Das Milotic sieht jetzt auch wieder nervig aus. Ich habe ja auch Heatran. Oh mein Gott, das Milotic. Oh nein, ey. Wenn ein Problem verschwunden ist, kommt ein nächstes, ey. Oh, das ist ja nicht, das ist nicht wahr, ey. Oh, fuck this shit, ey. Dann halt Toxic. Okay? Zufrieden jetzt?
Gaga. Ja, das wird ein echt schwieriges Match. Wird nicht einfach. Das wird wirklich nicht einfach. Das wäre. Wenn Glaber komplett am Struggeln ist. Vielleicht ist auch Taunt besser, weil der kann halt echt Refresh haben. Knockoff ist gut, denke ich, gegen Milotic. Ich überleg jetzt noch über ganz einzelne Moves, so was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Zum Beispiel bin ich bei Protect nicht mehr so sicher, weil ich jetzt auch Buffalo gar nicht mehr dabei habe. Ist natürlich immer noch gut zum Scouten. Gegen das Bulu. Aber auch nicht so zwingend. Wie ich finde. Oh, Altaria wäre jetzt wieder so gut gewesen. Aber leider habe ich Altaria nicht mehr. Oh, Altaria hätte mir so viel Probleme erspart. Ja, Altaria, ey. Der war so gut. Der war so gut. Und jetzt sind alle die Pokémon, die von Altaria gecheckt wurden, dicke Probleme gegen mein Team. Also scheinbar, ja, hatte ich das Pokémon, was diesen offensiven Core irgendwie aufhielt. Und jetzt habe ich es nicht mehr und ich bin am Arsch. Ja. Oh Gott, nee, ey, was mache ich nur? Was mache ich nur? Oh, ich glaube, Spikes sind nicht so wichtig. Es müssen halt irgendwie alle Moves, die ich hier dabei habe, aufgehen, bestenfalls. Oh, das Simsala, ey, das macht mir noch so Angst, genauso wie Tapu Bulu. Aber eigentlich, ich habe ja Checks. Ich habe ja wirklich Checks dabei. Also, das sollte eigentlich nicht. Oh, es sollte. Es sollte nicht so schlimm werden. Aber es wird schlimm. Und ich glaube, ich bin jetzt auch erstmal fertig. Sowohl mit dem Nerven, als auch mit dem Team. Es hat jetzt super lange gedauert. Glaube ich, das war mein längstes Teambuilding. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Weil das war ein hartes Teambuilding. Und wenn das sich jetzt nicht auszahlt, in Form eines Sieges, weil das ist jetzt das Wichtigste, was ich brauche. Ich brauche auch, dass Present die letzten beiden Kämpfe verliert. Ich muss auch gegen Enf erstmal gewinnen. Das ist auch noch so ein Punkt. Wenn ich nicht gegen den gewinne, dann ist sowieso vorbei. Und Timo muss jetzt leider auch gegen mich untergehen. Dass jetzt auch klappt, ist die andere Frage. Welches Pokémon wird vor allem hier scheinen? Also Kusha sieht halt gut aus. So prinzipiell. Aber das braucht halt super, super viel Support und alles muss irgendwie stimmen. Hoffen wir einfach mal, dass das Milotic nicht so viele Probleme macht, wie es jetzt auf dem Papier aussieht. Hoffen wir, dass Sam, wogegen ich ein paar Switch-ins habe, 1, 2, um genau zu sein, und das hier ohne HP Ice, auch wenn ich für HP Ice hier ein bisschen Bedeff habe. Hoffen wir, dass das nicht so freidreht. Hoffen wir, dass Tabu Bulu, wogegen ich das hier habe, und das hier als Scouting-Option, das hier mit Gyroball und der Antikampfbeere, das hier mit Poison Jab, das hier als schnelleres Pokémon nicht so Probleme macht. Hoffen wir, dass Gobei ihm nicht so viel Probleme macht, der hier, der schneller ist, den rausnimmt. Achso, Sam ist auch hier der, ne, schneller und nimmt ihn raus. Ja, Cobayum. Ich glaube, Cobayum killt nicht mal, ne? Kann man ja mal alles kalken, ne? Ey, es reicht halt echt nicht. So wie ich mir das direkt mal so angucke, vom Damage, den er auf Level 100 macht. Ja, gilt nicht.
Nach Rock, also ohne Rocks, ne? Schwer, diese Rocks erstmal wegzubehalten, weil. Ich glaube, ich lead wirklich mit Hugh Hefner. Habe ich auch ein gutes Matchup an sich. Ich kann das Dingens einfach wegrotzen. Das Cobalium. Vielleicht ist Draco cool. Dann habe ich einen safen Kill gegen Silliman, weil das ist auch noch ein Problem. Und ich kriege halt, habe halt einen High-Power-Move, wenn mein Hurricane weg ist, der auch ein bisschen öfter trifft, ne? Flammenwurf ist jetzt... ist nice to have, zugegebenermaßen, aber... ich werde einfach damit spielen, dass ich das... dass den Hurricane gegen das... Cobalion setze. So, wo war ich? Ich habe noch mal mein Team im Allgemeinen angeschaut. So, ich hoffe, dass das Mens nicht freidreht. Ich habe jetzt hier kein Stonehenge mehr, aber dafür Knockoff, um sein Choice Scarf eventuell wegzunehmen. Ich habe jetzt hier die Chuckerberry mit HP Ice, Rock Slide und tankt einen Hit. Sollte einen Hit tanken, wenn es nicht speziell ist. Ja, Gligar sollte auch einen Hit tanken, wenn die Hydro nicht trifft. Okay, ihr könnt auch dort HP Ice spielen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und der hier, der ist halt schneller. So, Marowak. Ich hatte den hier. Hat auch nochmal die Antibodenbeere. Weiß nicht, ob das hilft, weil er sowieso Born Marowak spielen kann. Der trappt den. Der lebt einen Hit. Dank Investment. Und killt ihn. Hoffentlich. Er kann knocken. Nicht viel machen. Er switcht rein. Immerhin haben wir hier einen Switch-In. Der kommt auch in Feuerattacken rein. Killt ihn. Milotic müssen wir halt hoffen, dass wir den toxicen können. Und vielleicht sogar mit Endeavor rausnehmen. Was nicht passieren wird. Ich glaube, Endeavor ist ein guter Move, weil das Cobalion dann davon getroffen wird. Aber brauchen wir überhaupt Momentum? Wann switcht Timo aus Gligar raus? Der wird doch sowieso safe immer einen fucking Ice-Move haben. Also Toxic ist sowieso der Move. Also, ich glaube nicht, dass U-Turn hier Sinn macht. Toxic ist so gut gegen Milotic und wir haben auch Probleme gegen Milotic, ne? Das lässt sich aber nicht abstreiten. Wir können auch nichts. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht Speed rein investieren für das Milotic, aber. Nee. Nee. Hier haben wir Taunt für Milotic. PZ haben wir Agwavbeere, Gigalith. Ferrothorn, das ein bisschen bedeffert. Gligar, Heatran. Heracross ist schneller. Müssen wir hoffen, dass das funktioniert. Ansonsten, die letzten vier Pokémon sind eigentlich nicht der Rede wert, wie ich finde. Natürlich, Tangela ist noch nervig, aber handelbar, denke ich. Das Lipomantas ist okay. Lipomantas ist nicht so schlimm. Raichu ist auch nicht so schlimm. Ist es? Raichu könnte problematisch werden, aber... ich habe viele Monster, die ihn outspeeden und killen, also ist das alles safe, ja. Ich glaube, ich bin hiermit zufrieden. Wir gucken mal, was mir am meisten Angst macht. Also, Sam kommt rein ins Team. Wir brauchen Staffrock Setter, was wird sein? Ich bezweifle, dass er eigentlich Cobalion mitnimmt, weil das ist eigentlich nicht so gut gegen mein Team, obwohl es gegen diese Art von Team gerade eben noch sehr gut ist. Aber ich habe halt einfach Angst davor, weil es jedes mögliche Set sein kann. So, Carmine, HP Ice habe ich gar keinen Bock drauf, bitte. Bitte bring ihn einfach nicht, so. Carmine, HP Ice, Focus Blast, Z-Focus Blast und Flash Cannon, ne? Das wird nervig. Milotic ist dabei. Tabulu muss dabei sein. Salamence ist dabei. Dann kann er Scarf spielen. Marowak ist der Breaker, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Salamence wird scheiß Scarf. Was sind dann aber seine Rocks, ne? Cobalion. Ich glaube, das könnte das Team sein. Hat auch gegen alles was, also braucht halt gegen Gardevoir was, ne? Oh, vor Gardevoir hat er richtig Angst. Also ich glaube, der wird das hier entweder SPDF sein oder das hier. Heatran hat er halt den hier. Und das wird er auch genauso spielen, damit er gegen Heatran gewinnt. Wahrscheinlich auch Refresh. Das könnte ich sehen. Recover, Refresh. Scald. Ich weiß nicht, ob Ice Beam spielt. Vielleicht HP Fire für Ferrothorn. Hat er, glaube ich, auch letztes Mal gemacht. Ja. King Slowking hat er eigentlich auch genug. Hier Woodhammer, das wird den wegboxen. Der kann den hier Speedy spielen. Exeter, wenn er möchte.
Ja, das Team ist gegen Slowking gut vorbereitet. Ja, gegen Tentantel kann er überall eigentlich HP Fire spielen oder Fire Blast oder Focus Blast, ne? Ferrothorn sollte er auch gut gewappnet sein. Also ich versuche gerade hier ein Team zu erarbeiten, das er wahrscheinlich mitbringen wird. Heracross ist halt threatening, davor wird auch Angst haben, wahrscheinlich auch vor dem Scarf-Set. Aber ja. Be was Besseres kann er, glaube ich, auch gar nicht machen mit seinem Team gegen Heracross. Der wird auch gegen das Choice-Band-Set Angst haben. Was eigentlich nicht muss, weil er eigentlich alles offensiv spielen kann und dann hat er kein Problem. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass aus dem Grund einfach Milotic nicht mitkommt. Ja. Gigalith hat er keine Probleme. Neuwahn braucht er keine Probleme haben. Ich glaube, er hat ein. Ich glaube, mit dem Team würde er ankommen. Genau mit diesen sechs Pokémon. Was anderes wäre ich komplett zufrieden mit, ne? Aber ich denke, mit meinem Team kann ich auch dagegen was machen. Vor allem, weil Heracross gut ist. Ich kann das Milotic anchippen. Dann gewinnt Heracross am Ende. Mit Mega Haul bestenfalls. Oder Close Combat. Der hat halt so gute Resistances dagegen, ey. Ich muss wirklich. Oh, das wird schwer, ey. Das wird echt ätzend. Mal sehen, was passiert. Vielleicht hau ich auch einfach mit Poison Jab das Tapu-Bulu weg. Kaputoro. Ja. Und vielleicht lässt er sich einfach immer wieder lure'n. Wäre Best Case, tatsächlich. Das wäre wirklich gut. So lassen wir das Team. Größte Angst, Kobayon, denke ich. Tabulu genauso. Und Sam. Das sind die drei Pokémon, vor denen ich Angst habe. Und wenn er alle drei mitnimmt, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was dann passiert. Lassen wir das. Das war's, Teambuilding. Ich bin tot. Fast 2 Stunden aufgenommen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema, was ich vor 2 Stunden angesprochen habe. Und ja. Tüdelü.